Niederweningern ist der Geburtsort des seligen Nikolaus Groß und St. Mauritius ist die Kirche, wo er getauft wurde und alle anderen Sakramente empfangen hat. Von den Nazis ist er im Dritten Reich hingerichtet worden aufgrund seines Glaubens und seines Engagements als christlicher Gewerkschaftsführer für den Glauben einzutreten. Von ihm gibt es kein Grab und keine Überreste, aber als Taufkirche und als Heimatort haben wir hier im Mauritiusdom eine Stele stehen, die an den seligen Nikolaus Groß erinnert. Von Bert Gerresheim, ein Künstler aus Düsseldorf, damals hergestellt, auf Initiative unseres alten Bischofs Dr. Hubert Luther, dann auch hier in unseren Dom gekommen. Wir sehen so ein wenig die Zerrissenheit. Wenn man ganz nah dran geht, geht ein Riss vom Gehirn, vom Kopf angefangen, durch diese ganze Stele hindurch, zerreißt richtig den Stein und zersprengt unten auf dem Boden, wo Insignien des Dritten Reiches, das Hakenkreuz und des Sozialismus zertrümmert werden, quasi durch den Gedankenblitz und die Hartnäckigkeit des Denkens des Nikolaus Groß. Wir sehen ihn hier, wie er im Gefängnis sitzt, in seiner Zelle. Aus dem Gefängnis heraus sind auch die Backsteine entnommen aus Berlin-Plötzensee. Er sitzt am Schreibtisch und beginnt, seinen berühmten Abschiedsbrief zu schreiben, den er seiner Frau und seinen 7 Kindern schreibt. Auf einer Staffelei können wir den Abdruck dieses Abschiedsbriefes auch lesen.